gut gemacht, gut gemacht. Was denn jetzt? Ah, oh, wir sind mal Rang 8. Auf hier. Ja, das war jetzt die. Also, das ist jetzt die. Also, jetzt kriegen wir die Freischaltmission für Rang 8, sagen wir es eher so. Ich habe important news. Genießt das Video. Elder Fugen? Hinoa, Minoto. Okay. Das könnte ja interessant werden. Was denn? Hast du schon ja. gesehen? Ja, ja, ich habe jetzt schon geguckt, was für ein Vieh das ist. Ich würde dir empfehlen, nimm die ersten Maxi-Tränke und den ersten Uralter-Trank mit. Nimm sie jetzt mit, trust me. Und wenn du kannst, nimm auch noch Lebenspulver mit. Was ist schon wieder? Lebenspulver und Lebensstaub, das sind AOE-Heals. Wenn du die spielst, heilst du mich oder ich dich. Ich habe jetzt alles an Healing einmal mitgenommen, was es gibt im Spiel. Und Donnerabwehr. Also hast du das Video geskippt, ja. Inwiefern? Bei mir läuft noch ein Video die ganze Zeit. Achso, ja, dafür kann ich ja nichts. Of course. Hä? Achso, ja, das habe ich geskippt. Achso, sorry. So. Okay, dann skippe ich es auch. Jetzt wollen eh wieder erstmal 10... Nee, will keiner was von uns. Naja, ist ja, die Mission muss erst geschafft werden, bevor die Leute was von uns wollen. So, dann... Also, alles mitnehmen, sagst du. Ja. Wie sehen die denn aus, diese krassen Tränke? Wenn du die sortierst, sind die ganz oben. Das sind so viereckige, karoartige Dinge, Formen. Wie kann man nochmal sortieren? Du drückst... Unten rechts steht der Button, den du drücken musst. Ich weiß ja nicht, welchen du drücken musst. Auto ordnen, das ist das, was du machst. Und dann sind sie eh oben in der ersten Reihe, sind die Tränke. Und in der zweiten Reihe rechts müssten dann die Lebenspulver-Dinger sein. Select ist es quasi. So, Maxi-Trank, Uralter-Trank. Lebenspulver. Dämon. Wie gesagt, nimm auch Blitzbomben mit. Wie gesagt, zur Erklärung, Maxi-Tränke heilen dich halt vollständig. Also die sollte man halt benutzen, wenn man irgendwie einen sehr harten Schlag abbekommen hat, damit man instant voll ist. Also es gibt auch kein Recovery, nichts, einfach getrunken voll. Der Ultratrank heilt sowohl deine Gesundheit als auch Ausdauer vollständig. In den alten Spielen war es auch so, dass er es auch auf Maximum hochgesetzt hat. Ob das hier auch so ist, weiß ich nicht. Das Lebenspulver als auch der Lebensstaub haben einen sehr großen AOE-Effekt, heilen dich und alle Verbündeten in Reichweite. Also Lebenspulver ist wie so ein Trank für alle und der Lebensstaub ist wie ein Megatrank für alle. Wie gesagt, Donnerabwehr beim Essen mitnehmen. Kann ich gar nicht so viele mitnehmen, ne? Ja, nee, kannst auch nicht. Von diesem Maxi trinken nur zwei und von dem Uralten sogar noch ein. Ist halt das Balancing da, weil wenn du natürlich unendlich von den Dingern mitschleppen könntest oder 10 Stück, die sind halt wirklich sehr, sehr stark. Gegengift jetzt... brauchen wir wahrscheinlich nicht, oder? Würde ich jetzt sagen, brauchen wir nicht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir wahrscheinlich Sachen dort vor Ort haben, die wir einsetzen können, also Drachensperre und ähnliches. Weil das ist jetzt, also wir kämpfen jetzt gegen den Drachenältesten, so wie es aussieht. Angst? Ah, solltest du auch haben.
Okay. Ready. Also nein, aber ready. Das ist ein Klassiker. Ich bin ready, also nein, aber, ne? Johannenballast. Das ist neu, richtig? Ja. Und da siehst du auch schon, dass da Waffen sind, weil das ist, wie gesagt, also das ist ein großer Drachenältester. Die Waffen müssen wir auch einsetzen. Immer wenn sie ready sind, müssen die eingesetzt werden. Das ist schon ein bisschen imposant. Der hat auch aber auch dicke Eier, ey. Tumor! Hast du das gesehen? Ja. Hier vorne ist auch das Max-Ding, ne? Hier, zack! Die Teleporter unbedingt mitnehmen. Also nimm immer so einen Teleporter mit. Damit kannst du nämlich zurück ins Lager gehen, für den Fall, dass du mal schnell weg musst. Du kannst so einen Teleporter auch schmeißen, wenn du siehst, dass der Gegner auf dich zugecharged kommt. Sobald du in der Teleporter-Animation bist, kriegst du keinen Schaden mehr. Gott, Alter, das kann doch nur nach hinten losgehen. Das war jetzt viel zu viel Erklärung. Angst. Ich traue mich gar nicht ranzugehen an das Ding. Man muss aber. Okay, bin gestaggert. Nice. Was zum... Sag mal, kann man eigentlich... Also irgendwie ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es was gebracht hat. Schade eigentlich. Wo bist du denn eigentlich? Warum die Karte mal erkunden, weil irgendwo muss es Auslöser für die Waffe geben. Wahrscheinlich kommt das mittendrin. Oh, er schreit schon vor Schmerzen. Der kann mal viel haben. Ja, bestimmt. Der kann mal bestimmt hochlaufen, dann richtig viel Damage machen, nehme ich an. Richtig? Diese Felsen, die er da macht. Durchaus. Ich habe es probiert, wurde runtergekickt. Donnerschlag Nava 0 von 1. Hast du das auch links? Ah, das ist der Gegner, ne? Ja. Ist vor allen Dingen auch das Erlegen-Symbol. Also man darf ihn nicht mal fangen. Oh, geil. Hm? Ich war gerade nicht... Oh mein Gott, ich kann wie... Oh Gott! Close enough. Okay, das Bäuchlein leuchtet. Ja, dann prügel auf das Bäuchlein. Ja, mache ich 110er Schritz hier. Oh lol, ja gut, ich mache ihm 50er hier an seinem Nacken. Also man kann da hoch und dann aufs Bäuchlein hauen. Na scheiße, I tried. Alter, das ist halt aber auch räudig, ne? Also diese Seilkäfer-Fortbewegung ist ein bisschen zum Kotzen manchmal. Ach, dein Kacklaser! Okay, der Laser ja geht gut rein. Aber er ist gut dodgebar, das ist schon mal nett. Das ist nicht der ganze Monitor, der voll gespammt wird. Der ist noch nicht in seiner zweiten Phase. Drachenältester haben immer zwei Phasen. Nicht dein Ernst. Doch. Also bis jetzt hatten sie immer zwei Phasen. Ob das wirklich weiterhin so ist, wie will sie, aber... Der ist noch viel zu einfach für Drachenältesten. Das ist bis jetzt noch viel zu entspannt.
geht das nochmal mit dem Seilkäfer? Ist rechts hinten ein Angriff? Nein, links hinten Angriff. Ach, ich verkratze. Genau, genau. Also ja, links hinten Angriff, damit springst du nach oben. Nee, oh Gott. Das hat mich gerade nur so ein bisschen weit weggekickt. Lass mich trinken. Also er ist halt sehr, sehr langsam. Das schon mal. Ja, so sind die großen Gegner auch alle gebalanced. Die sind alle wirklich sehr, sehr langsam. Okay. Hitten dafür halt hart, haben dafür halt Attacken, die so groß sind, dass du denen halt mit Timing ausweichen musst. Aber wirst halt häufig auch betäubt, wenn du dann mal getroffen wirst. Also häufig ist es dann immer so, wirst du getroffen, bist du Meister. Also jetzt bei der Stufe nicht, aber wenn die später einen krass bekämpfst, wirst du getroffen, bist du dead. Oh, jetzt geht ab. Oh, hier gibt's Waffen. So, jetzt ist auch der Spaltschuss nämlich verfügbar. Aber den kann ich jetzt noch nicht benutzen. Ich komm nicht hoch. Ich schon. Ich habe da ein paar reingejoinkt. Sehr gut. Aber wir müssen den mal hier vor den Speer locken. Also komm mal zu mir am besten. Hier in der Mitte, meinst du? Ja, nee, eigentlich nicht. Aber wenn du das Ding benutzen kannst, benutze es ruhig. Na, schade. Machen wir es so langsam. Hier ist noch eins. Ja, das ist auch noch eins. Au. Nein, lass mich doch die Maschinengewehr. Direkt betäubt, ey. Und kaputt. Zum Glück haben wir es geübt in den Horden-Dingern. Das ist true. Oh mein Gott, ich bin zu weit gesprungen. Aber dadurch hat er mich nicht getroffen. Also alles gut. Bin zu weit gesprungen, drüber gesprungen. Ja. Ah, er steht da gut, er steht da gut, er steht da gut, er steht da gut. Und bam, Junge, in your face gleich. Nein, der hat mich weggekickt. Mach Damage. Was zum... Ich hab doch gesagt, der steht da gut. Okay, das war aber nicht der Drachenspeer. Das war aber interessanterweise nicht der Drachenspeer, muss ich gestehen. Dein Kack ernst, ey. Du bist schon wieder zu weit gesprungen. Aber du bist auch dran, okay. Weiß zwar nicht, wie man dem Vieh mit so kleinen Kugeln überhaupt was brechen kann, aber ist okay. Close enough. Ich hab mal ausnahmsweise das Ding benutzen können, ey. Au. Bin ein bisschen stolz auf mich. Der verprügelt mich hier gerade so ein bisschen. Seh's. Ich weiß vor allem auch nicht, wie ich hier dodgen soll. Das ist halt technisch nicht möglich gerade. Er ist halt einfach richtig. Er ist halt basically in mir. Oder ich bin in ihm. Das klingt falsch. Ja, was soll ich? Es ist ja halt aber so! Wow. Autsch, 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 autsch. Ja, genau das! Okay, diese ausbreitende Welle ist auch nicht schlecht. 1000? Irgendwas hatten gerade 1000 Damage gemacht. Ja, ich habe ihm irgendwie seinen Wanster weggeböllert. Ich habe keine Ahnung, ob das was gebracht hat, aber anscheinend schon. Ist hier hinten an der Kette.
Das ist die fette Kanone, die ich davon abgefeuert habe, und die lädt halt gerade. Okay. Irgendwas macht er, das gefällt mir nicht. Ich habe keine Megatränke mehr. Oh, was? Ich benutze die halt immer. Wenn Megatrank health technisch reinpasst, dann benutze ich eher einen Megatrank als die kleinen Dinger. Okay. Ah, jetzt ist er Drachenspiel einsatzbereit. Alles klar. Was mit da hinten ist, ey. Ja, die Kanone macht gut Damage. Ja, finde ich auch. Oh, was ist das jetzt? Keine Ahnung. Multilaser des Todes. Falsche Richtung gesprungen, auch nice. Gott, Alter, das ist halt aber auch überlebt. Nein! Ich war gerade an der Kanone, das ist die Spawn, ärgerlich. Nimm mal bitte wieder Richtung den scheiß Speer gehen, der dumme Pisser. Lol, der Hund hat ihm was gebrochen. Ich glaube, mein Insekt. Oder das? Scheiße, okay. Wolltest du die Mega-Attacke machen? Ja, aber kann ich ja nicht, wenn da, wo er steht, gerade. Oder? Ja, wir können es probieren. Ah, ja, doch. Hätte ein bisschen effektiver sein können, wenn er noch näher dran gewesen wäre, aber war okay. Das ist ein Kampf, ey. Wow. Ich komme mit diesen Seilkäfern nicht klar. Ich auch nicht. Ich vermisste auch die meiste Zeit.
Was ärgerlich ist, weil über diese Dinger könnten wir ja so viel Damage machen. Das ist richtig. Hey, wieso sind ja gerade gestaggert? Das muss einer von unseren Hunden gewesen sein. Huh, close enough, bitch. Genau, ich kann mal wieder ran zum Damage machen. Oh mein Gott, ey. Mhm. Der ist intens. Definitiv. Ja, wobei das trotzdem so, also einfach aufgrund des Moves jetzt noch zu den leichteren bis jetzt gehört. Aber ich zweifle langsam so, ob der in der Phase 2 hat. Also das Gefühl, der hat keine Phase 2. Ja, wie sollen wir ihn da bitte erreichen? Da komme ich nicht ran. Ja, Mann. Nein, ich kann mal was bedienen. Wow. Das war's bei mir schon. Zwei Schüsse konnte ich machen. Drei. Aber die waren effektiv mit der Kanone. Drachenältester Blut. So, Heiltränke sind durch. Jägertränke next. Läuft das hier eigentlich auf Zeit? Ja, läuft auf Zeit. Ja, ja, 50 Minuten. Ist die große Kanone da ready? Nein. Siehst du woran? Weil die Meldung noch nicht kam. Da kommt eine Meldung? Ja, da kommt eine Meldung. Für alles kommt eine Meldung. Ich finde das gut, dass du das nicht mitgeschnitten hast, obwohl du noch derjenige warst, der gesagt hat, ja, wird dann angezeigt. Oh Mann, ey. Ach, komm schon. Ja. Lol, er hat mich mitten im Ring getroffen und runtergekockt. Deswegen habe ich jetzt keine Kanone. Frechheit. Oh, ich bin auch fast tot. Ah, ist schlecht. Ich kann mal wieder Damage machen, ey. Wow. Nice. Bisch ihn. Oh mein Gott, der hat mir gerade erstmal eine Atombombe in die Fresse geworfen, glaube ich.
Autsch. Und Double Autsch. Okay, ich glaube, ich bin RIP. Aktuell will er mich ficken. Alles gut. Bin ich gut. Was macht man denn, wenn die Heiltränke durch sind? Ja, dann wird's interessant, ne? Hoffen, dass der bald tot ist. Okay, beten. Du hast noch, wie gesagt, du hast uns auch noch Lebensstaub, ne? Aber bei mir wird's langsam auch, was Healing angeht, enger. Ich hab noch einen Megatrank, dann habe ich nur noch die wirklich großen Tränke. Lebensstaub und Megatrank. Also diesen gelben. Was ist das? Den uralten. Ja. LOL, ich bin drüber gesprungen. Oh mein Gott. Ach, ich komme nicht hoch. Bin oben, aber wahrscheinlich schon viel zu spät. Ein paar Schüsse krieg ich noch. Ah, immer einen 6 habe ich rausbekommen. Oh, er ist fast tot. Aber wie gesagt, fangen ist halt nicht. Oh, geil, schon wieder drüber gesprungen. Was ist das denn? Ja, das ist halt so eine AOE-Nuke. Entweder du kommst nach oben oder du kriegst halt richtig viel Damage. Ja. Gut, ich hab's überlebt, obwohl es mich getroffen hat, aber auch nur gerade so. Da kannst du für sowas kannst du beispielsweise auch den Teleporter theoretisch benutzen. Die Frage aller Fragen ist, wie komme ich jetzt rüber? Na, wieder runter an den Steg, okay. Und dann ein Gebiet wechseln. Ach, komm schon, ey. Schon wieder nicht geschafft. Ja, jetzt bin ich oben, da ist kaputt. Ei. Sind die Kämpfe immer so? Nein. Okay. Also jetzt hier mit diesen komischen Dinger, die du da benutzen kannst, also diese Waffen und Geschütze, nee, das gibt's nicht. Normalerweise ist es immer so, dass du bei den ganz großen Drachenältesten kämpfen, hast du entweder einen Drachenspeer, die Kanone beispielsweise, wie sie hier jetzt da ist, ist auch neu, und sonst eigentlich gar nichts. Und es gab noch ein Spiel sogar, da hat es gar keinen Boni, da musstest du deine Umgebung dann so ein bisschen zusätzlich nutzen. Okay. Ah, oh, come on! Ich hasse diesen Laser so sehr, ne? Ich finde die anderen Attacken nicht so schlimm, aber diesen komischen Spinnenbreitlaser, der geht mir so auf den Sack, ey. Ja, wenn du nah dran bist, ja. Okay. Ist er tot? Wahrscheinlich läuft er weg, oder? Das war doch nie und nimmer schon die richtige Phase, oder? Oh, nee. Nice. It seems dead. Aber er macht... Ich will die looten. Looten, leveln. Da liegen die Sachen ja außen drum, aber naja, gut. Okay, das war ehrlich gesagt einfacher, als ich gedacht hätte. Guck mal, meine HP-Balken. Ja, easy. Ja, easy. Solange die HP größer als 1 ist, eats. Sehr gut gemacht, ey. Ich hab mich so nutzlos gefühlt, aber egal. Ich habe mich ehrlich gesagt auch nutzlos gefühlt. Also, einzige, abgesehen von Kanonen und sowas, habe ich auch nicht viel gemacht, glaube ich.
Also ich glaube, ich glaube ich zweimal vergiftet oder so, aber das war's dann halt auch schon. Los, hinterher, da gibt's noch mehr! Los! Looten, looten, looten! Hier gibt's nicht mal Erz, was soll denn das? Eine Kampfarena. Theoretisch, ich habe oben die ganze Zeit auch einen Timer im Auge behalten. Wenn es so ist wie bei den anderen Monstern dort spielen, dann sind die Waffen nach 20 Minuten nochmal einsatzbereit. Du kannst sie nämlich in einem so einem Final Fight in Anführungszeichen immer zweimal benutzen. Hm. Wir hatten sie aber schon zweimal benutzt, oder? Nee, wir haben einmal die Kanone und einmal den Drachenschwert benutzt. Deswegen ist die Frage, ob sie sich rechargen oder weil du zwei hast, dass es keinen Recharge gibt. Puh, intens. Ich sehe, das ging ja noch. Schon wieder Video. Vor allem Video. Das nennt sich Cutscene, Bitch! Das ist ein Video. Das ist aber nicht das Ende. Really ist das nicht das Ende. Das wäre viel zu einfach gewesen. Und viel zu kurz vor allen Dingen für ein Monster Hunter Spiel. Aber egal, wir haben jetzt Stufe 8 oder Meisterrang frei. Je nachdem, was jetzt kommt, gucken wir mal. Very impressive. I gotta say, Squirt, you never disappoint. Manoa, Minoto. Ja, man kriegt ja die Info, dass die beide noch leben. Outstanding. Then let's all head back. Hast du schon wieder Video geskippt? Ja, immer. Warum? Weil es darum geht, schnell vorwärts zu. Guck sie doch an, ist doch vollkommen in Ordnung. Hab ich doch. Gab sogar ein Steam Achievement, gab's sogar. War es noch nicht. Ja, wir betreten jetzt im Übrigen das DLC-Niveau, also das DLC-Gebiet. Jägerrang 8. Was? Das geht jetzt bis 30? Ja, jetzt. Ich hab doch gesagt, das Spiel fängt dann erst an. Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt nur das Tutorial wahrscheinlich. So gefühlt, ja. Oh Gott.